Zum Kotzen. Gott sei Dank habe ich nur 3 Zuschauer und keine 300, sonst wäre das peinlich. So, wieder da. Nach einem kurzen Schnitt wahrscheinlich nachher. Weiß ich, was das ist. Keine Ahnung. Nee, weiß ich jetzt echt nicht, was es damit auf sich hat. Davon lassen wir jetzt aber auch die Stimmung nicht vermiesen. Das hat mich jetzt lang genug gefrustet. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich hätte es nämlich nicht mitbekommen. Ich ärgere mich jetzt gerade darüber, dass der erste Teil des Streams jetzt quasi ohne Ton ist. Ich mache mal den Probeton wieder aus neben mir. Der nervt mich gerade. Ich mag mein eigenes Echo nicht. Jetzt höre ich Musik. Genau, so sollte das sein. Das ist die Ingame-Mucke. Die krasse. Die hat bestimmt mehrere Grammys gewonnen. So, Freunde, ihr blockiert da irgendwie... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Macht doch mal einen Abfluch. Ich muss da auch mal die... Ich weiß gar nicht, was. Ich muss da auch mal irgendwie dazu in der Lage sein, hier was zu koordinieren. Geil! Und der dritte Zuschauer ist weg. Siehste, den habe ich nämlich jetzt verloren. Verdammte Axt. Nur, weil der scheiß Ton gebackt hat und weil ich den Stream als an- und ausmachen musste. Mann! Und das Twitch automatisiert Benachrichtigungen an meine Follower schickt, funktioniert auch nicht. So ein Hals schiebe ich. So ein Hals. Oh. Ein Öff. Könnte ich echt mal drauf drücken. Schlimm. Schlimm. Geliebtes Baufahrzeug. Deine kompetente Anwesenheit wird auch bei dieser Operation benötigt. Möchtest du frohlockend daran teilhaben oder... Nein, du frönst lieber der... geistigen Abwesenheit. Alles klärchen. Dann fröne bitte weiter. Ich werde das nicht weiter kommentieren. Und auf geht's. Auf zu neuen Welten. Jupp-di-du. Neuer Aufklärungsbericht. Ja, gibt's kein Video oder so? Nein. Scheinbar nicht. Na egal. Ich baue mir eine Vor... Jawohl, dann als her damit. Ich baue mir eine vorgelagerte Basis. Weil ich's kann. Auf dem Hügel. Ich bin auf dem Hügel gelandet. Wie klischeehaft. Oh, ich erinnere... Oh, die ist hart. Ich erinnere mich düster. Dass die gar nicht so ohne ist hier. Dass man hier gleich ziemlich angerannt wird, wenn man hier nicht wirklich alles mitnimmt, was man... Oder auffährt, was man an Verteidigung hat. Da geht's nämlich schon los. Leck mich fett. Einheit wird angegriffen. Ja, ich weiß. Du wirst lachen, ich hab das mitbekommen. Einheit wird angegriffen. Freunde, ihr dürft. Ach du Vater, jetzt geht's aber los. Mach mal hier das. Ach du. Ja, was soll schon schief gehen, hä? Ha, Kelle, hab ich hier meine 10 Einheiten, kommen da 20 und greifen an? Das kann ja nur funktionieren. Einheit wird angegriffen, ja. Ja, lieber Holase, / Kommel, das ist richtig. Das hast du rein akustisch betrachtet gut miterlebt. Och, Kinder. Was ist denn das hier? Was, Gott. Lass mich doch erstmal ankommen. Können wir nicht erstmal eine Runde schnacken? Erstmal auf Grille oder wie? Feindliche Basis entdeckt. Ich glaube, das ist mein kleinstes Problem im Moment. Dass ich hier gerade Rinderfrikassee bin, werde. Das ist eher so, ne? Eher so nicht so schön. Zack. Ihr dürft auch hier rüber. Ja. Ja, da kommt doch noch Fall angehavert übers Meer. Mhm. Was könnte schon schief gehen? LC nicht sicher. Verdammt. LZ. Warum sag ich denn LC? Aus irgendwelchen... Keine Ahnung. Narkoleptischen Gründe. Ihr dürft gerne... Das sind auch Bombards. Das sind sogar die Fiesen. Du darfst nach vorne rücken. Du musst nicht hier stehen und warten, bis du umfällst. Los. Ich weiß, dass die nicht sicher ist. Starte trotzdem. Attacke? Einheit wird angegriffen. Ich werd bescheuert. Kommt ihr bitte zurück? Muss man euch alles vorbeten? Einheit wird angegriffen. Ich hab Spaß. Ich hab so viel Spaß. Schieß. Ja, ich schieß doch.
Schieß, sagt er. Ich schieße. Was? Im Ernst? Was läuft hier für ein Film? Ich will doch nur ein bisschen spielen. Ich will doch gar nichts Böses. Och, Manu. Es ist mir zu heftig. Alles kaputt. Ach, jetzt. Ach, Gott sei Dank. Gehen sie auf geskripteten Rückzug. Oder auch nicht. Na, wenigstens ist die L... Wenn, angenommen, jetzt würde jemand die LZ stürmen. Ob dann das hier abgebrochen werden würde, obwohl er schon da ist? Wer weiß. Konstruktion abgeschlossen. So, die nächsten paar Patchwork-Dinger. Alles drauf. Alles. Jetzt heute alles für 10. Einfach alles herholen, was da geht. Jetzt, es geht nicht mehr um Taktik, es geht um Masse. Das ist, Taktik war gestern. Taktik ist was für... Einheit wird angegriffen. Für... Das ist ja egal. Für nette Leute. Mach doch mal. Diese Türchen. Junge, Junge, Junge. Du kriegst einen Kopf nicht zu. Du hast an der Front eigentlich auch gar nichts zu tun. Armer Kerl. Arbeitet im Sensormodus. So. Haben wir uns hier mal einen Tritt in die Tür gewuchtet, oder wie heißt das? Einen Fuß in die Tür? Ja, wenn es einen Fuß in der Tür. Verdammte Axt. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ja. Ja, ja, mein Kind. Ja, ja. Früher sind wir doch von A nach B gehovert. Da hatten wir doch unsere Flugdinger. Das war eine schöne Zeit damals. Das hat Spaß gemacht. Immer nach der Schule sind wir mit Opa Erhard nach Hause geflogen. Ah, cool. Also nicht, dass wir mit Opa Erhard nach Hause geflogen sind, sondern Nachschub. Ja, 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 alles, alles her damit. Keine Ahnung. Einfach mal 3 Millionen Baufahrzeuge herholen. Wird schon einen Grund haben. Wir haben's ja. Die, der Sammelpunkt dafür kann auch nach vorne gelegt werden. Konstruktion abgeschlossen. Das ist so krass, dass die, die Artilleriefahrzeuge immer so weit weg von dem Sensorfahrzeug stehen bleiben. Auch dem Feind zugewandt quasi. Das ist so immer so ein bisschen... abgeschlossen. So ein bisschen Hand vorn Kopf. So Facepalm-mäßig. Aha. That's what I call Verteidigungslinie. Mach mal kaputt. Das da. Die Lanzer. Die müssen kaputt. Die sind nicht böse Panzer. Nicht mehr ganz so böse wie früher, aber böse. Er sagte, die Lanzer müssen kaputt. Und was macht er? Schießt zuerst auf die Flammenwerfer und auf die Geschütze. Naja. Naja, was soll's? Einheit wird angegriffen. Ja, das läuft doch ganz gut. Sagte er und verlor sein Baufahrzeug. Du bist doch hier so ein Fat-Ass-Baufahrzeug. Mach doch mal bitte, mach mal da ganz. Ihr könnt eigentlich mal so ein bisschen küstennah arbeiten. Ihr müsst nicht hier so weit hinten sein. Ihr kriegt das hin, ja? Ihr habt den zweiten übersehen. Ich verzeihe euch, aber korrigiert das bitte. Und dann könnt ihr hier mal irgendwie Streife fahren, wenn ihr da fertig seid. Dann könnt ihr dahin gehen. Raketen gehören übrigens nicht wirklich zu den effektiven Einsatzmöglichkeiten gegen Cyborgs. Lanzer und... Aber das NG dürfte ein bisschen was reißen. Lancier. So, jetzt mal ran. Da. Oben links. Lancier. Wie würdet ihr das... Das heißt doch Lanzer. Oder? Oder nicht? Ich bin verwirrt. Pegida ist verwirrt. Sehr schön. Gut gemacht. Mein Handy. Ich habe eine Mail bekommen. Service at PayPal. Bestätigung ihrer Zahlung? Moment. Das muss ich prüfen. Achso, an Alsterfilm. Ja, passt. Das ist in Ordnung. Wenn das jetzt nicht die üblichen 96 Euro pro Tag übersteigt. Ja, passt. Alles richtig. Ah, wer ist eigentlich Zuschauer Nummer 3? Ich grüße dich, Zuschauer Nummer 3, anonymerweise. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Leider ist die Ein-T-Shirt-Kostenlos-Aktion schon durch. Du darfst aber gerne das nächste Mal wieder mitmachen. Und beim nächsten Stream gibt's, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich stelle wilde Behauptungen auf. Gibt es kostenlose T-Shirts? Mindestens 10. Verstärkungen sind eingetroffen. Pro Minute. In 18 verschiedenen Farben. Also. Weiß Bescheid. Einfach das nächste Mal da so. Am Start sein. Kann ich noch irgendwas Cooles bauen? Irgendwas, was an der Stelle Sinn machte? Weiß ich nicht. Eigentlich ja nicht. Bisschen Verteidigung. An die offene See getackert. Sehr schön. Ich liebe es, wenn diese komischen Kackfahrzeuge angetanzt kommen. Die kriegen erstmal schön auf den Sack von meinen Kackfahrzeugen. Das ist eine Genugtuung. Möchtest du nicht? Du möchtest nicht mitspielen? Doch, jetzt möchtest du. Fein. Hol ich noch ein Fahrzeug? Ach komm, ich hole noch ein Fahrzeug. Die letzten 4. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich könnte auch einfach mal neue Ui. Ah, da oben ist noch ein Türmchen. Das habe ich bis eben nicht gesehen. Hat der einfach meinen Turm kaputt gemacht? Find ich frech. Konstruktion abgeschlossen. Ha. Wunderschön. So, du darfst ihn wieder. Das ist ja krass, der Bau-Dings ist noch da, der Bauplan. Weil eigentlich ist es ja sein Auftrag. Und da er den nur vor schnell gefertigt hat, ist der Bauplan noch da. Kann ich direkt wieder anfangen zu bauen. Sehr schön. Wo ist eigentlich mein Detektor? Arbeitet im Sensor. Jetzt habt ihr wenigstens alle was zu tun. Beziehungsweise könnt mal da rumfummeln. Habe ich jetzt eigentlich? Kann ich? Mache ich? Tue ich? Ich würde gerne. Also mindestens mal 5 Lancer? Auch in Magenta. Ja, Holase, auch in Magenta. Die T-Shirts gibt's auch in Magenta. Selbstverständlich. Echte Männerfarben werden bei uns priorisiert behandelt. Konstruktion abgeschlossen. So. Dann baue ich mir doch gerade mal. Halbkette. Auch wenn das dann weniger HP hat. So, ein Kommandofahrzeug. Eins. Hätte ich gerne eins. Und du baust mir. Davon nochmal 5. Und du baust mir davon nochmal 5. Und dann sind wir hier alle zufrieden. So, ich habe alle Einheiten, die ich habe, hier. Das heißt, meine kleine Taschenlampe habe ich immer dabei. Wir sollten mal gucken, dass wir da mal so ein bisschen Feindkontakt herstellen. Ich denke mal, verteidigt sind wir auch einigermaßen gescheit. Und dann gucken wir einfach mal, wo alle so sind. So, die bösen Buben. Aber zuerst machen wir diese Sperren kaputt, weil die mir im Weg stehen. Das sind ganz böse Sperren. Die haben mich aufs Blut beleidigt. Ich könnte natürlich jetzt auch, und ich glaube, das mache ich auch, einfach mal neue Fahrzeuge kreieren. Mit ein bisschen Hover und einfach mal hier so die dann durch die Gegend hovern lassen. Einmal Ditte. Und einmal Ditte. Und dann hätte ich gerne noch schwebend ein schweres Geschütz, wobei das nicht viel bringt, weil das ist der falsche Untergrund. Also die Waffensysteme sind, haben auch immer so Plus und, also Mali und Boni, je nachdem, was man unten drunter was man unten drunter packt. Aber gut, was rede ich da? Ganz viel rumhabern, bitte. Noch mehr Kommandofahrzeuge brauche ich nicht, aber die will ich haben. Das sollte erstmal genügen. Mein schwingender Eingreiftrupp. Schwingend? Ach, nicht schwingen. Fliegend, schwebend. Warum? Darüber unterhalten wir uns noch, wenn du wiedergeboren wirst. Warum? Das war bestimmt das Reparaturfahrzeug, was nicht angreifen kann, also hat es sofort den nächsten Auftrag ausgeführt und ist nach vorne gefahren. Sehr intelligent, wenn auch nicht sehr langlebig. Guck mal. Ich bin ein kleines Männchen. Ich greife alleine an, ich bin schon groß. Hat bestimmt eine Wette verloren. Armer Kerl. Da konnte ja keiner wissen, dass der das auch durch...